Das neue Programm beginnt mit einem Dreiklubing. Halbe Rolle am unteren Ende des Dreiecks. Viertelrolle, Messerflug, die Spitze des Dreiecks im Messer geflogen. Weitere Viertelrolle und wieder eine halbe Rolle an der Unterseite des Dreiecks. Es folgt ein sogenannter Messerflug, Humpty Bump mit Dreiviertelrolle aufwärts. Humpty im Messer geflogen. Viertelrolle abwärts, Ausflug in Rückenfluglage. Gefolgt von einem horizontalen Kreis mit einer integrierten halben Rolle im ersten halben Kreis. Anschließend Drehrichtungswechsel und eine ganze Rolle integriert in der zweiten Hälfte des Kreises. Als Wende eine Turnkombination. Halbe Rolle integriert, aufwärts. Die Drehung um die Hochachse. Alles super langsam, super präzise, beide diese Modelle sehr teuer, Viertelrolle, 45 Grad abwärts. Als Wendefigur die sogenannte Haifischflosse. Zwei Viertelrolle mit Drehbewegungswechsel, abwärts ebenfalls wieder zwei Viertelrollen. Es folgt der Looping mit einer halben Torque-Rolle. Erste Viertel Verhandlungsmodell hängt zum Antrieb, dreht sich einmal um die Längsachse, also eine halbe Umdrehung um die Längsachse, bevor es mit dem Looping weiterfliegt. Jetzt folgt die Langfliegerwende mit zwei aufeinanderfolgenden Achtelrollen jeweils auf dem Auf- und absteigenden Ast. Und als letzte bewährte Figur der sogenannte Golfball mit der Viertelrolle, das heißt der Golfball selbst wird im Messer geflogen. Start und Landung werden in diesem Programm nicht bewertet. Das wird hier international indoormäßig an Kunstflüge vorgeflogen. Vielen Dank, Markus Solic. Nice, Markus. Und die andere ist die